Zum Thema Online-Raum. Ja, man konnte bei Mario Kart Wii online selbst Räume erstellen. Das heißt, man konnte sich Freunde in die Freundeslisten aufnehmen. Ja, dazu komme ich auch jetzt nochmal. Und dann eben einen Raum öffnen und mit den Mario Kart Wii-Fahrern dann eben in einem privaten Raum-Server dann Mario Kart Wii abhalten. Eine sehr coole Sache. Zu den FCs, das heißt Freundescodes, diese wurden benötigt, damit man Freunde adden konnte. Das heißt, man brauchte diese zwingend, um Freundschaften einzugehen. Das heißt, der Freundesaustausch anhand dieser Daten, das war ein Code von mehreren Zahlen, der musste erfolgen, bevor man dann wirklich online in eine Partie in den Raum einsteigen konnte. Was auch möglich war, ist, dass man online, wenn man jemand geaddet hatte, also jemand in seine Kontakte aufgenommen hatte, dass man den dann praktisch hinterher joinen konnte in den kontinentalen oder globalen Raum. Das war ebenfalls möglich. Insgesamt war das System der Freundescodes nett gemeint, aber auch sehr, sehr umständlich, wenn man jedes Mal erstmal seinen Freund da anhand dieses Code-Austausches adden musste. Also das hat schon einige Zeit natürlich beansprucht. Insgesamt war es auch nur möglich online. Wickler, ich wusste es, aber ich wurde wieder nach vorne geschoben vom hinteren Wickler. War es auch nur möglich, 30 Freundeskontakte gleichzeitig zu haben, was immer mal wieder natürlich zu Limitierungen geführt hat bei dem einen oder anderen. Für manchen hat es ausgereicht. Meine Freundesliste war relativ häufig am Limit. Ich leg mal hier so eine fiese Banane hin. Ja, da hätte ich mir durchaus noch mehr gewünscht an also an Möglichkeiten gleichzeitig. Oh Gott. Wie schlecht war das denn? Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das gerade war. Und vor allem, wenn man sich den Raum anguckt und dann kommt noch der blaue Panzer und dann ist das Glück perfekt. Ich sage euch, ich komme jetzt in den Kugelhagel von Mario Kart Wii rein. Das wird schön. Das wird richtig schön. Wie ihr seht es an Panzer und ich habe ihn Skelet ausgetrickst. Hey, habt ihr solchen Skill schon mal gesehen? Ich nicht. Genial. Ja, den werde ich natürlich direkt mal abschießen. Klar, klar. Den Erstplatzierten lasse ich vorne. Ich brauche einfach einen Panzer, um mich ein bisschen zu verteidigen. Gerade sowas hier, da sieht man, dass ich mich verteidigen sollte. Es könnte auch durchaus noch sein, dass ich ihn einhole. Ja, jetzt schieße ich doch mal ab. Ob das die gute Idee war? Doch, war schon. Mein Panzer hätte nicht getroffen, aber der blaue Panzer richtet es. Auch dazu komme ich gleich nochmal ganz kurz. Also, das Item-Arsenal von Mario Kart Wii. Ein interessantes Stück an Balancing steckt da drin. Beziehungsweise, manche würden mir jetzt sofort widersprechen, denn in der Tat ist Mario Kart Wii das vom Balancing komm rein, umstrittenste Mario Kart Wii. Und ich erkläre euch auch gerne, warum das so ist. Allerdings erst in der nächsten Runde. Da könnte ich nochmal, bevor die hier alle ins Ziel kommen, was zu den Fahrzeugen sagen. Ja, es gab ja, wie gesagt, 36 Fahrzeuge aus Cars und Bikes. Interessant waren dabei die Cups, die so abgehalten wurden, dass man bei 50 Hubraum nur Karts verwenden durfte. Bei dem 100er Hubraum durfte man nur die Bikes verwenden. Und beim 150 cc, 150er Hubraum war es dann möglich, beide zu verwenden. Und ja, richtig voller Raum, hey. Das freut mich und es geht weiter. Sprechen wir mal einfach mal über die Itemballons. Ja, ich habe es schon angekündigt gerade eben, dass viele mir widersprechen würden, wenn ich sage, dass Mario Kart Wii eine gute Itemballons hat. Das kann ich sofort nachvollziehen. Denn in der Tat war es so bei Mario Kart Wii, dass die Items extrem viel Einfluss auf die Spielerfahrung bzw. auf das Spielsystem an sich hatten. Es war also wirklich zwingend notwendig, gute Items in Mario Kart Wii zu bekommen, vor allem online, wo man keine Items ausschalten konnte, was ich schade fand, weil vor allem in Privaträumen wäre es doch mal cool gewesen, wenn man sagen hätte ja, können, dass man die Items ausgeschaltet lässt für eine Runde oder nur das und das Kart zulässt oder nur das
dieses oder jenes Fahrzeug, das war fies. Ich hatte einen Schutz und wurde trotzdem getroffen. Ja, da hätte ich mir durchaus noch mehr Möglichkeiten gewünscht. Jetzt wird vor allem auf Luigis Piste eine Strecke, wo vor allem da das Itemglück über Sieg und Niederlage am Ende entscheidet, weshalb viele Spieler die Luigis Piste, vor allem die Spieler, die gut im Mario Kart Wii sind, von ihren Fahrtechniken her, Luigis Piste nicht gut finden, da der Glücksfaktor durch diese Itembalance richtig hoch ist. Habt ihr in der letzten Runde ein Item, könnt ihr aus dem letzten Platz schnell mal einen der vorderen Plätze machen. Den Pilz wollte ich nehmen. Ja, aber ich glaube, wenn ich hier so weiterkomme und ich habe selbst den Pilz, dann dürfte ich hier auch ohne Probleme noch den zweiten sichern. In der Tat, die sind so bescheiden, da schaffe ich das. Ja, also da kann sich dann am Ende nochmal viel verändern. Zur Itemballons selbst. Da gab es viele Items, die dich gebremst haben, wenn du vorne gefahren bist. Und viele Items, die dich nach vorne gebracht haben, wenn du letzter warst. Und darüber sprechen wir jetzt. Bowsers Festung am Start. Zur Itemballons selbst. Ich habe es eben schon geteasert. Und ihr wisst es wahrscheinlich selbst, wenn ihr es online gefahren habt. Weil es war praktisch unübersichtlich. Es war ein Gefecht aus Items online. Und das lag nicht nur daran, dass der Item, dass das Item, nämlich der blaue Panzer, ziemlich häufig vorkam. Ihr seht es ja jetzt wieder, wenn man sich einmal im Feld befindet, man wird von allen Seiten bedrängt per Item-Einsatz. Das ist ja auch normal und das macht eben auch den Spaß aus, finde ich, bei Mario Kart Wii. Deswegen habe ich es auch immer geliebt, dieses Spiel. Ja, zum Items-Balancing. Ich möchte euch ein bisschen was zu den Gedankengängen von Nintendo sagen, welche ich mir so gemacht habe und wo ich mir relativ sicher bin, dass das auch die Gedanken waren, die Nintendo selbst hatte. Und zwar gab es in diesem Mario Kart Wii Teil den Kugelwilli. Das war ein Item, was der vor allem Letztplatzierte bekommen hat, um schnell wieder nach vorne zu kommen. Es war ähnlich wie damals das Kettenhund-Item von Mario Kart Double Dash, wo auch Baby Mario und Baby Luigi nach vorne gebracht wurden per Item-Einsatz. Der Kugelwilli war ein Item, der vor allem natürlich die Spieler, die entweder komplett wegen Item-Einsatz nach hinten befördert wurden oder gegnerischen Item-Einsatz. Und das ist natürlich ganz mies gewesen gerade, ihr habt es gesehen. Der blaue Panzer, darüber spreche ich gleich noch. Ja, war natürlich dann ein Item, was euch nach vorne gebracht hat. Je weiter ihr hinten wart, desto länger hat es gehalten, das Item. Also ein wirkliches Item, was das Feld von hinten wieder nach vorne gebracht hat. Apropos vorne, ich bin ziemlich weit vorne, das sollte so bleiben, wäre cool. Apropos blauer Panzer. Ich habe euch jetzt gerade erzählt, was das Item war, was euch besonders stark nach vorne gebracht hat, nämlich der Kugelwilli. Es gab ein Pardon, es gab genau dasselbe Item in Form eines blauen Panzers, was euch, ja, zurückgeholt hat. Ich dachte, das wäre die letzte Runde, ganz im Ernst. Ich war schon am freudig, dass ich den blauen Panzer überlebt habe und trotzdem, also Erster geworden. Ich wurde getroffen und Erster geworden. Jedenfalls komme ich mal zum blauen Panzer jetzt endlich. Der blaue Panzer ist ein Item, was den Erstplatzierten anvisiert, ja. Bei Mario Kart Wii ist es so, dass der blaue Panzer, ja, genau, wie er eben, wie der Erstplatzierte, wo ich eben mich noch gefreut habe, nicht erwischt zu werden, jetzt wurde ich erwischt und ja, hier direkt mal das Beispiel. Wir haben jetzt drei blaue Panzer in diesem Rennen gesehen. Das ist schon eine richtig hohe Anzahl. Das heißt, die guten Spieler, die immer nach vorne sind, die werden womöglich, es kommt drauf an, drei Panzer abbekommen. Ja, in der Tat, und werden dreimal getroffen und sie können nichts, absolut nichts gegen den blauen Panzer machen. Das heißt, sie haben einen Pilz und viel Skill im Gepäck. Dann können sie mit viel Glück dann noch, oh, können sie dann noch dem blauen Panzer ausweichen, indem sie den Pilz im richtigen Moment einsetzen. Aber das ist mehr oder weniger, denke ich, sogar ein nicht berücksichtigter Weg, um den blauen Panzer abzuwehren. Ich glaube nicht, dass Nintendo das eingeplant hatte.
Aber es haben Spieler herausgefunden, dass man mit Pilz einen blauen Panzer abwehren kann. Aber der blaue Panzer holt den Erstplatzierten immer wieder ein, holt den Erstplatzierten auch immer wieder zurück. Und ja, war so angelegt, dass er eine größere Explosion erzeugt hat. Dadurch auch mehrere Spieler, die im Umfeld waren, manchmal attackiert hat. Aber nicht wie Mario Kart 64 beispielsweise, wo der Panzer auf dem Boden entlang mittig gefahren ist, wie es jetzt hier der Kugelwilli macht. Sondern in der Luft ist er drüber geschwebt und hat den Erstplatzierten auf jeden Fall anvisiert. So, also das Item der blaue Panzer, das hier wie in dieser Stage jetzt richtig häufig vorkommt und was einen immer wieder nach hinten zieht, genauso wie der Kugelwilli einen immer wieder nach vorne zieht.